Hola, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute Polo 6R GTI mit dem verrufenen Motor und Getriebe. Also wir haben einen 1,4 Liter Turbo-Kompressor-Motor hier drin. Und wir haben den gekoppelt an ein DQ200 DSG-Getriebe. Und es ist ja so bekannt, nicht unbedingt die haltbarste Kombi zu sein oder auch so ein bisschen immer wieder Probleme mit der Haltbarkeit zu haben. Wem es nichts sagt, ich würde sagen, gehen wir einfach mal so ein bisschen alles durch, was diesen Motor überhaupt besonders macht oder so ein bisschen abgrenzt vom Rest, weil die Idee dahinter ist ja eigentlich nicht schlecht. Ne? Wir haben also einen 1,4 Liter Motor und haben einen Turbolader und haben da hinten einen Kompressor mechanisch angetrieben. Die Idee hinter dem Ganzen ist einfach, eine hohe Spitzenleistung zu generieren aus diesem Downsizing-Motor. Also das ist, ich würde fast sagen, das hier ist so die Spitze des Downsizing-Trends gewesen. Wir wollen eine hohe Spitzenleistung aus diesen 1,4 Litern quetschen. Entsprechend nimmt man einen verhältnismäßig großen Turbolader. So, dann hast du wieder die Problematik, dass untenrum nichts geht, bis der Lader mal da ist. Es war aber immer die Forderung, direkt von unten raus müssen die Autos Moment haben. Also hat man gesagt, okay, dann flanschen wir noch einen Kompressor da hinten an den Motor an, machen den relativ klein bzw. übersetzen den so, dass er hoch dreht und schon früh einfach richtig Ladedruck da reinschiebt. Das Problem mit so einem Kompressor ist halt, wenn ich den so übersetze, dass er untenrum schon ordentlich reinknallt, irgendwann kommt er auch so an seine Effizienzgrenze, dann ist es teilweise wirklich so, dass so ein Kompressor so viel Leistung frisst und aufnimmt, dass du eigentlich netto da kein Plus mehr von hast. Ja, das heißt, bei hohen Drehzahlen wäre es dann so, du musst mit dem Turbo richtig viel Leistung in den Motor reinschieben und ein Teil geht dir einfach schon flöten, um den Kompressor mitdrehen zu lassen, so ungefähr. Deswegen hat man sich das so überlegt, man macht an den Kompressor eine Magnetkupplung. Das heißt, man kann ihn jederzeit freischalten und der frisst dir gar nichts weg. Gar nichts, klar, ein bisschen für den Riementrieb und so weiter. Aber so hast du quasi das Beste aus beiden Welten kombiniert. Also die Idee ist eigentlich nicht so verkehrt. Es sieht auch wilder aus, als es ist. Man muss sich einfach klar machen, wenn ich das so betreiben will, dann brauche ich ja quasi die Möglichkeit, hier anzusaugen. Hier hinten geht es dann runter an den Kompressor und hier mündet der eigentlich wieder in die Ansaugstrecke. Das sieht man, das hier kommt wieder ein Rohr hoch. Ja? So, und so verdichtest du quasi. Wenn du aber den Kompressor abgeschaltet hast, willst du ja logischerweise hier durchgängig ansaugen können mit dem Lader. Sprich, du brauchst hier nochmal eine zweite Drosselklappe oder eine Regelklappe oder wie auch immer man das nennen will, dass solange du über den Kompressor ansaugst, machst du die zu, weil sonst fördert er quasi nur im Kreis. Und wenn du dann über den Lader ansaugst, machst du sie auf, kuppelst den Kompressor ab und dann saugst du quasi am Kompressor einfach vorbei und bläst in den Motor rein. Wie gesagt, die Motoren waren jetzt halt nicht unbedingt als die haltbarsten bekannt. Er hat auch schon den zweiten drin. Also der erste war wohl bei 20.000 fällig, hat Öl gefressen, was auch immer. So, dann geht es nicht besser weiter im Antriebsstrang, nämlich mit dem Getriebe. Die DQ200 sind also die ersten 7-Gang-Getriebe im Endeffekt und waren halt wirklich nicht für allzu viel Drehmoment und Leistung ausgelegt. Die ganzen Modelle haben maximal 250 Newtonmeter, weil das quasi das ist, was man den Kupplungen zutraut, weil das ist nicht wie beim DQ250, dass du quasi ein Kupplungspaket im Nassen hast, wo du einmal Öl durchschiebst, um es zu kühlen und wo du über einen Öldruck den Anpressdruck von der Kupplung regulieren kannst. Deswegen bist du natürlich irgendwo auch begrenzt, ja, muss man ganz klar sagen. Also ich mache mit den Getrieben und auch mit den neueren, wenn die 1,8 TSI die drin haben, wir hören so bei 350, 360 maximal irgendwo auf, weil sonst machen das die Kupplungen halt einfach nicht mit auf Dauer. Ja. Jo. So viel dazu. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum tunt man dann das Ding auch noch? Also es ist tatsächlich so, in der Serie geht auch nicht wahnsinnig viel mehr. Hier haben wir jetzt Downpipe, Abgasanlage und Ladeluftkühler drin. Durch diese Entlastung kannst du dann wieder ein bisschen was machen. Ja. Das heißt, ist jetzt so gesehen Stage 2, rein von der Hardware her. Wir gucken mal, was wir rauskriegen. Muss auch sagen, wir haben die Modelle nicht wahnsinnig oft da, eben aufgrund der beschriebenen Thematik. Die meisten Besitzer haben eigentlich Schiss. Oder sind froh, wenn sie Serie nicht hochgehen, sagen wir es mal so. Ja, gut, schauen wir mal. Wie viel Leistung hat der Motor serienmäßig? Oh ja, gute Frage. 180 PS sind das. Mhm. Ja. Also die gab es quasi, warte, lass mich nicht lügen, also der Ibiza und der Polo in der Generation, die hatten alle 179, 180 PS und die höchsten waren dann später im A1 mit 185, 190 ab Werk, irgendwie sowas, ja. Aber da ist dann finito. Na gut, schauen wir mal, ne?
was wir haltbar hinkriegen. Also nicht überreizt und oh, Alter. Und sonst irgendwas, sondern so, dass es wirklich alltagstauglich funktioniert. Steuergerätemäßig sind sie übrigens so auf einer Ebene mit dem Golf 6 GTI anzuordnen. Also die teilen sich so ein bisschen die Steuergeräte-Basisplattform im Endeffekt. Ich würde sagen, messen wir erstmal Serie, also Serie mit Hardware. Gucken mal, was er hat. So, das geht ja schon mal jut los. Ich habe jetzt gerade noch kurz geschaut, wie es ums Schubumluftventil bestellt ist, weil der hat nämlich einen mechanischen Fehler abgelegt. Also mechanischer Fehler, Schubumluftventil. Und ja, ist ein GFB drin. Ne? Jetzt muss man sich halt klar machen, wie funktioniert diese Diagnose. Er hat ja ein elektrisches Schubumluftventil. Und in dem Moment, wenn das angesteuert wird, dass es auf sein soll, schaut man sich den Druckverlauf an. Und wenn der nicht abfällt, sondern zum Beispiel so oszilliert oder sowas, dann schließt man darauf, dass das Schubumluftventil geschlossen klemmt. Ich weiß, es gibt viele, die das GFB fahren und feiern, aber wenn so ein Fehler abgelegt ist, dann deutet es schon mal darauf hin, dass es vielleicht ein bisschen langsamer ist als das Originale. Ja, müssen wir mal schauen. Ich lösche den jetzt mal und dann gucken wir, ob der nachher nochmal auftritt. Ja, also die Serie macht ganz okay. 181, 183 PS gemessen, 265 Newtonmeter, aber halt auch nur hier unten, wo der Kompressor noch aktiv ist. Wenn du jetzt hier mal so ein Mittel da reinlegst, sind wir bei 246. Ja, tipptopp. Macht quasi genau das, was er soll. Ich teile mal ganz kurz meine schöne Bildschirm. So, da sehen wir quasi Ladeantaktung, also Turboladeantaktung in dem Fall. Siehst du den Zieher halt untenrum komplett zu. Das ist da, wo der Kompressor noch ackert, wo eigentlich der Turbo gar nichts bringt. Und dann irgendwann schaltet er um und regelt über den Lader. Und da ist auch so ein bisschen das Problem bei den Motoren, wenn du da jetzt wirklich einen großen Lader drauf machen willst, der Kompressor wächst halt nicht mit. Das heißt, du kriegst irgendwann den Bereich, wo der Kompressor nichts mehr liefert und der Lader noch nicht. Dann hast du quasi untenrum einen Moment, dann hast du ein Loch und dann hast du wieder einen Moment, sobald der Lader da ist. Deswegen, das ist ein bisschen eine tricky Angelegenheit. Da setzt sich halt irgendwo auch die Grenze, dass du dann sagst, okay, ab da macht es eigentlich dann gar keinen Sinn mehr, irgendwie größer zu gehen mit dem Lader oder sowas. Ja. Das Auto fährt jetzt für die Leistung einen Ladedruck von ja, untenrum 1,3, im mittleren Bereich dann 1,1, 1 Bar, also soweit okay. Ja. Lassen wir mal los. Getriebe und Motorflaschen und dann schauen wir es uns mal an. 6 Stunden später. Ja, kurzer oder was heißt Zwischenstand, ich stehe jetzt eigentlich so ziemlich vorm Ende. Ich würde jetzt noch einen Run machen oder zwei. Lader ist am Ende. Ja, also der ist fast, ich hatte eine Version, da war er 100% angesteuert die ganze Zeit. Das ist nie so geil, weil dann hast du überhaupt keine Regel, also keine Restregelpuffer mehr im Endeffekt. Aber realistisch war dann auch nicht mehr wirklich mehr Leistung. Er ist dann bei 3,5, 4, das ist nochmal so ein Momentenhügel drin, wo eh nicht schön aussah. Und der Rest sind wir jetzt auch knapp und in 100% Antaktung. Also mehr Druck ist nicht. Das sind jetzt im mittleren Bereich 1,4 Bar. Bei 6,5 haben wir noch 1,05 Bar Ladedruck. Also hier sieht man auch relativ gut, wann der Kompressor quasi umswitcht, wann er da die Magnetkupplung und so weiter macht. Das ist so hier in dem Bereich zwischen 2,5 und 3. Schaltet er vom Kompressor um auf den Lader im Endeffekt. Und alles, was drüber rausgeht, ist dann der Lader. Wenn wir jetzt den Ansteuerwert anschauen, wie gesagt, hier unten ist der Lader eh voll zugezogen, bis er dann mal umschaltet. Und du siehst ja, hier oben sind wir auch fast an den 100% dran. Hier ist niedrigste sind irgendwie mal 95. Und also da brauchst du auch nichts mehr machen wollen, zwecks mehr Luft. Ich habe jetzt da noch sukzessive Zündung draufgepackt. Das hat roundabout 10 PS gebracht. Also von 200 auf jetzt 212 waren die letzten Läufe, 300 Newtonmeter. Also schon ganz cool. Hatte aber zwischendrin das Problem, dass er Voreinflammungen erkannt hat, also Pre-Ignition. Wer nicht weiß, was es ist, guckt sich am besten das Video vom TT an, das wir letztens gemacht haben. Da ist das Ganze so ein bisschen erklärt. Auf jeden Fall ist es bei den Motoren, kenne ich das schon, und da hängt es ab vom Softwarestand. Weil in den alten Softwareständen gab es diese Voreinflammungserkennung überhaupt nicht. Und die kam irgendwann mit einem Update, kam die dazu. Das heißt, wenn du ein Auto hast mit einem ganz alten Softwarestand, was nie geupdatet wurde, dann wird es auch nie eine Voreinflammung erkennen. Die neueren erkennen es, aber dadurch, dass das Auto ja auch schon ein bisschen älter ist jetzt als der TT, über den wir letztens gequatscht haben, ist einfach diese Voreinflammungserkennung auch noch nicht so gut. Das kann dir auch passieren, dass die quasi
eine Vorentflammung detektiert, obwohl keine da ist, wenn du einfach mal irgendwann genügend Moment und Leistung und Zylinderdruck fährst. Weil das ist das, worauf die schaut, was die versucht abzuschätzen, den Zylinderdruck. Und irgendwann schlägt die dann zu und sagt, ja, hier, du darfst nicht so einen hohen Spitzendruck haben innerhalb von einem Messfenster. Und dann schlägt die halt zu. Jetzt habe ich die ein bisschen angepasst. Jetzt kommen wir damit klar. Gucken mal. Bei 6,5 konnte ich jetzt keine Zündung mehr drauflegen. Aber untenrum schon noch bis 5,4 war die letzte Stützstelle. Mal schauen, ob es ein bisschen was gebracht hat, ob wir jetzt auch komplett an der Grenze sind. Also die 180 PS sind jetzt auch nicht ganz verkehrt fürs Serienauto. Und viel mehr ist halt einfach nicht mehr zu holen. Ja, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass es irgendwie total safe gemacht ist oder sonst was. Das ist einfach Schicht. Ja, musst du wirklich einen größeren Lader draufballern. Würdest du ein bisschen filmen bei dem, einen Upgrade-Lader einzubauen? Ja, wie gesagt, du musst halt echt gucken, dass du nicht das Problem kriegst, ich sag mal, so eine Schlucht kriegst zwischen Kompressorende und Laderanfang. Also der muss schon richtig gut gematcht sein, der darf auch nicht zu spät ansprechen. Und dann funktioniert das Ganze, dann kannst du es machen. Aber realistisch ist halt auch die Frage, bis wohin gehst du oder was baust du mit um? Wenn du die Serienkupplung beibehältst, sind jetzt noch 50 Newtonmeter drin. Klar, oben raus kannst du schon mehr Leistung fahren, aber manchmal muss man sich halt euch die Frage stellen, ist das Ganze so wirtschaftlich oder sinnvoll? Und wenn es mein Auto wäre, ich glaube, ich würde es nicht machen. Weil halt, wie gesagt, auch diese Grundproblematik einfach mit der Zukunft von den Motoren, das ist halt nicht die haltbarsten sind. Ist immer schwierig, da dann eine Empfehlung für noch krassere Modifikationen auszusprechen. Vor allem, rein theoretisch kannst du ja hergehen und kannst dir den 1.8T da reinhängen. Geht bei den Motoren am meisten kaputt? Kolben waren immer wieder ein Thema in der Zeit. Das ist bestimmt auch ein Punkt, warum sie überhaupt diese Voreinflammungserkennung mit eingebaut haben irgendwann, weil die halt auch gesagt haben, wir haben immer wieder Kolbenschäden. Und wir haben es ja letztes Mal im Video auch gesagt, diese Voreinflammung, das ist ja ein Phänomen, was mit dem Downsizing, mit hohen Aufladegraden, bei niedrigen Drehzahlen und dergleichen aufgetaucht ist. Und das fällt halt genau hier in diesen Entwicklungszeitraum. Dann ist es irgendwann im Feld aufgefallen oder während der Entwicklung und dann musst du halt Maßnahmen ergreifen. Ja. Wenn sie das ausgemacht haben als die Ursache für die Kolbenschäden. Tjo, warm sind wir. Machen wir mal noch einen. Kurve ist echt schön, muss ich sagen. Man zieht sauber durch bis oben, also hält seine Leistung richtig gut bis oben hin. Aber da passiert jetzt auch nichts mehr. Da kann ich jetzt noch Zündung draufschmeißen. Das ist auch, wenn du nah am Optimum bist, bringt dir ein Grad Zündung nicht mehr so viel, wie wenn du deutlich weiter entfernt bist vom Optimum. Also das ist, ist im Endeffekt der sogenannte Zündhaken, auf dem man da unterwegs ist. Aber das muss man mal separat besprechen. Das würde jetzt ausufern. So, wir hängen nochmal einen dran. Ansprechen tut er schon krass, ne? Für so ein 1,4erchen. Also direkt unterhalb von 2000 hast du schon voll Puls. Aber da ist jetzt viel Liter. Gut, in diesem Sinne 212 PS, 300 Newtonmeter. Check. Check und ciao, bis zum nächsten Mal.